Ja, grüß euch, liebe Freunde der Kulinarik. Zum nächsten Kochvideo hier aus der Kantine in Bad Reichenhall. Heute mal solo, ohne Gast, denn die Stimmen wurden immer lauter, so kurz vor Weihnachten. Ein bisschen was Festliches soll es sein, ein bisschen Bego-Style, sprich verschiedene Gewürze, verschiedene Farben. Und deswegen machen wir heute ganz was Feines. Und zwar haben wir überlegt, wir machen einen regionalen Lammrücken. Den machen wir unter einer Pistazienhaube. Dazu machen wir getrüffeltes Süßkartoffelmuslin. Espuma, das ist nichts anderes als Spanisch für Schaum, von der Roten Beete und ein bisschen Chips von Pastinake und Rote Beete und ein bisschen ein paar Gimmicks lasse ich mir auch noch einfallen. Ich würde sagen, genug geredet haben wir ja sonst in die anderen Videos, deswegen starten wir heute gleich mal. Dann starten wir auch mal unser Gerät hier, wenn er mag. Jetzt könnte man sagen, Marco, mach Outtake draus, aber nö, er läuft. Die Ilsebill, die will nichts so wie ich wohl will. Aber das kennen wahrscheinlich auch bloß die Älteren unter euch. Wir erhitzen uns in einer beschichteten Pfanne etwas Butter bei mittlerer Temperatur. Ich glaube, mittlere Temperatur kennt ihr jetzt nach dem Jahr auch schon nicht mehr hören von mir. Ich glaube, das sage ich immer. Aber es ist auch halt so. Alles, was zu heiß ist und verbrennt, das sind keine Röstaromen, sondern das ist einfach nur ein Geschmack, der verbrennt, den wir gar nicht drin haben wollen. Oder Geschmäcker und Inhaltsstoffe verloren gehen. Deswegen lassen wir uns jetzt die Butter da schön laufen. Den Lammrücken, den habe ich da aus der Region, direkt aus Berchtesgaden von einem Bekannten von mir. Da setzen wir jetzt einmal ein Stück rein. Und braten ihn jetzt einfach leicht rundrum in der Butter an. Und wenn die Butter dann aufschäumt, übergießen wir das Ganze einfach damit. Das zieht dann schön der Geschmack ein. Ja, bissig kann man aufgehen. Und wenn wir das Ganze dann einmal rundrum angebraten haben, dann würzen wir das einfach mal mit Salz und Pfeffer. Klassisch für jegliche Fleischsorten, wenn wir mal ein bisschen einen Grundgeschmack haben, Salz als Geschmacksverstärker und einen schönen groben bunten Pfeffer. Er bringt für mich immer ein bisschen Tiefe mit rein. Jawohl, wieder ein bisschen aufgeschäumte Butter drüber. So, und während das jetzt da fertig brät und ein bisschen an Farbe gewinnt, die wir haben wollen, zumal wollen wir auch, dass das Eiweiß in den Poren stockt, dass der ganze Fleischsaft drinnen geschlossen dann bleibt, weil es kommt dann auch noch mal eine Viertelstunde in den Ofen. Ja, jetzt können wir schon fast ausschalten, jawohl, haben wir ein bisschen auf Zeiten. Richten wir uns die Pistazienhaube her, die ist auch ganz schnell gemacht, und zwar haben wir da einfach ein Eigelb. Da gebe ich jetzt einfach noch ein bisschen Salz dazu. Verquirl das mit einem Pinsel. Die Pistazien haben wir ja eh schon. Die sind einfach grob gehackt. Die kriegt ihr so zum Kaufen. Ansonsten, wenn ihr die Mühe machen wollt, die Pistazien schälen, kurz in die Moulinette. Da haben wir das Löffel. Ruhe ist jetzt. Er mag einfach nicht aufhören zum Jammern. Gell? So, wunderbar. Jetzt nehmen wir uns das außer, mal auf Zeiten, sonst seht ihr ja wieder nichts. Und dann gehen wir her und dann ganz einfach mit dem Eigelb die obere Seite von dem schönen Lammrücken bestreichen. Der darf ruhig ein bisschen runterlaufen, das macht gar nichts, schön verstreichen, weil das Eigelb bringt einen wahnsinnigen Geschmack mit. Dann gehen wir ganz einfach her und dann dem Lammrücken ein bisschen in die Pistazien reindrücken. Jawohl. So, ob es nicht haftet, noch ein bisschen drauf. Wunderbar. Und das Ganze kommt jetzt
bei 120 Grad für 15 Minuten in den Ofen. Und während ich das jetzt in meinen Ofen bringe, machen wir eine kurze Pause und dann zeige ich euch die Mousseline von der Süßkartoffel. Bis gleich. Ja, grüß euch zurück. Schön, dass ihr noch da seid. Und zwar legen wir jetzt los, bis zweiter Mama weiter mit dem Süßkartoffelmuslin. Das habe ich ganz ehrlich gesagt schon vorbereitet, denn es ist eigentlich nichts anderes wie ein ganz normales Kartoffelpüree, was du von daheim kennst. Nur, dass die Süßkartoffel die stärkehaltigste Frucht ist, die es auf dieser Welt gibt. Das heißt, das Verhältnis zur Flüssigkeit dazu, das muss schon erhöht werden, weil sonst wird das so eine dicke Pampe, sage ich mal, oder Kleister, das möchte natürlich keiner. Ich habe das jetzt aus einer Mischung von Milch und Gemüsebrühe. Merkt ihr es? Ich kann das Wort langsam mal aussprechen. Habe das Ganze jetzt einfach weich gekocht. Da geben wir jetzt auch ein bisschen Salz dazu. Butter. Und jetzt kochen wir das Ganze nicht mehr so auf, weil sonst flocht die Butter so aus. Und da in der anderen Sauteuse, da habe ich schon vorbereitet die rote Beete. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ganz einfach, das kennt ihr ja aus verschiedenen Geschäften, rote Beete einvakuumiert, fertig gegart, natürlich schon geschält, gekauft. Habe das im eigenen Saft mit etwas Salz und Kümmel aufgekocht und habe dann den Fond davon abgeseit und habe jetzt hier eigentlich bloß die Würfel drinnen, die ich davor klein geschnitten habe. Und da geben wir jetzt genauso ein bisschen Butter dazu. Dann geben wir jetzt ein bisschen Salz dazu. Und weil es ganz gut passt zur Süßkartoffel und zur roten Beete, machen wir ein bisschen einen Kreuzkümmel dazu. Das kennen die meisten aus der orientalischen Richtung eher. Couscous, Bulgursalat und sowas. Aber das passt perfekt zur roten Beete. Und da wir mit Pistazie auf dem Lamm sowieso ein bisschen crossover sind und in die Richtung gängen, machen wir wieder an da. Komm, mein Freund. Jawohl. Passt das wunderbar dazu. Jawohl. Das sortieren wir jetzt einfach da ein bisschen in der Butter an. Mehr braucht es auch nicht. Weil wie gesagt, wir haben es ja schon im Salzwasser und Kümmel gekocht. So. Und jetzt wird es gleich ein bisschen laut, weil jetzt pürieren wir uns gleich mal da die Mousseline. Mal auf Seiten. Das Lamm ist jetzt noch ungefähr 7-8 Minuten im Ofen. Das passt vom Timing jetzt eigentlich perfekt. Das Mousseline ist soweit fertig. Ich sage mal, unsere kleine Gemüsebeilage, die rote Beete, ist fertig. Dann holen wir uns das Lamm im nächsten Teil aus dem Ofen. Lassen es ruhen wie jegliches Fleisch. 5-6 Minuten lassen wir das ruhen, damit der Fleischsaft schön drinnen gesammelt sein kann. Und das Ganze dann schön saftig und rosa zum Aufschneiden und zum Genießen ist. Jawohl, das passt perfekt. Jetzt ist es schon wieder aus. Ich weiß schon, ganz schön ein Störenfried. Gell? Den Zauberstab hier, Pürierstab, den waschen wir uns auch gleich, weil den brauchen wir dann gleich für den Espuma, den ich euch versprochen habe. Das ist dann wie so ein roter Badeschaum von der Rote Beete nochmal drauf als Gimmick. Jawohl, die Würfel sind schon fertig. Die können wir wirklich jetzt ein bisschen auf Zeiten tun. Jetzt probieren wir kurz Süßkartoffelmuslin. Mousseline ist eigentlich nichts anderes wie ein Püree, nur wesentlich, naja, wesentlich flüssiger, ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber es ist schon so, cremiger und flüssiger. Hm. Wunderbar, finde ich gut. Jawohl. Das heißt, bevor ich jetzt schnell zum Ofen verschwinde, stellen wir noch ganz kurz den aufgefangenen Fond auf. Da brauchen wir ganz wenig Temperatur bloß. Und gemeinsam gehen wir jetzt kurz in eine Pause. Ich schenke mir schnell was zum Trinken ein. Und zwar passt das super dazu, heute ein Primitivo Rosato. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem gegarten Lamm. Bis gleich. Ja, grüß euch zurück. Wie versprochen,
Das Lamm haben wir jetzt aus dem Ofen geholt, das lassen wir jetzt einmal kurz 5-6 Minuten ruhen. Wie man jetzt schon erkennen kann, es tritt kein Fleischsaft aus. Wir haben also alles richtig gemacht. Die rote Beete-Würferl sind fertig. Ich meine, abgeschmeckt haben wir es ja gleich, das haben wir miteinander gemacht. Und vorgegart war es ja schon. Die Muslin von der Süßkartoffel ist an und für sich auch fertig. Da tun wir jetzt am Schluss einen guten Schuss Trüffelöl Gutes dazu. Rühren wir noch unter. So, und dann kommen wir zum Espuma, was nichts anderes als Schaum bedeutet auf Spanisch. Die Spanier haben vor ein paar Jahren für sich entschlossen, dass sie der Mittelpunkt der Kulinarik sind und recht experimentierfreudig sind. Unter anderem Ferran Adria im El Bui an der Küste. Gerade noch erwischt, Glück gehabt. Im Endeffekt habe ich euch eh gesagt, das ist der Rote Beete Fond. Und dann gibt es ein kleines Wundermittel. Das kriegt ihr sogar im Reformhaus und nennt sich Sojalecithin. Im Endeffekt ist es ein Pflanzenbestandteil aus der Sojasprosse oder aus der Sojapflanze, das Eiweiß. Und es sorgt für Stabilisation. Das könnt ihr kalt, könnt ihr warm reinrühren. In unserem Fall ist es natürlich jetzt warm. So, das mixen wir jetzt da gescheit rein. Und dann lassen wir das kurz stehen. Dann festigt sich der Schaum ein bisschen. Den machen wir mal aus, weil sonst hört er gar nicht mehr auf mit dem Pfeifen. Und dann fangen wir mal langsam mit dem Anrichten an. Und zwar nehmen wir uns als erster das Süßkartoffel oder die Süßkartoffelmuslin vor. Nochmal gut verrühren, weil natürlich durch das Trüffelöl nicht, dass das Öl dann oben schwimmt und dann haben wir da nur so eine glänzende Masse auf dem Teller. Und wie gesagt, das ist halt ein bisschen dünner, aber dafür kann man sie beim Anrichten ein bisschen spielen. Gehen wir jetzt einfach mal so her, machen da so einen Tupfer drauf. Dann gehen wir her. Man kann es, wie gesagt, wie ihr wollt, seid kreativ. Ich gehe jetzt einfach her und ziehe mir das Ganze da so vor. Dann haben wir unsere rote Beete-Würferl. Die verteilen wir jetzt auch noch einfach nett fürs Auge. Ich würde sagen, von der Größe her, auch vom Lammrücken, das Stückerl hat jetzt gerade mal 100 Gramm in etwa. Wenn ihr jetzt wirklich so ein Festtagsmenü daheim macht, würde das eher mal so als Zwischengang machen bei einem 3, 4, 5 Gänge-Menü. Und so wie man die Maßnahmen leider momentan in unserem Land sich anschauen kann, glaube ich, haben wir da ganz gut Zeit zum Kochen und für allzu viele Leute dürft ihr ja leider auch nicht kochen, glaube ich. Sodala. Dann schauen wir mal, ob wir das Lamm gut hingekriegt haben. Viel Saft war es nicht. Jawohl. Perfekt. Das haben wir jetzt da einfach ein bisschen nett versetzt drauf. Dann habe ich ja vorher schon gesagt, das rote Beete, die habe ich jetzt einfach mit dem Schäler, die gekochte rote Beete, bin einfach hergegangen und habe das mit dem Sparschäler Streifen runtergeschnitten und habe das dann in einem Topf mit Erdnussöl rausgebraten, so wie man Chips halt kennt, auf einem Küchenkrepp getrocknet und dann einfach ein bisschen mit Salz bestreut. Und dann hatte ich noch ein bisschen Pastinake in der Küche über. Man könnte auch Karotte nehmen oder Sellerie und habe da einfach mit dem Sparschäler was runtergeschält. Und habe das genauso im selben Öl rausgebraten, aufs Küchenkrepp, ein bisschen Salz drauf. Kurz die Hände sauber machen. Und dann schauen wir uns mal den Muslin an, ob der auch, da müssen wir noch mal ein bisschen aufmixen. Haben wir, nicht wir, sondern ich, zu lang gebraucht beim restlichen Anrichten. Mixen wir uns noch mal schön auf. Wichtig ist immer bei dem Sojalecithin, schön Luft reinbringen.
Das macht zwar den Schaum stabil, aber ohne Schaum kann es nicht stabil machen. Also immer schön Luft reintreiben in die Flüssigkeit. Die Männer kennen das vom Weißbier. Einfach ein guter Schaum muss da oben drauf sein. Umso stabiler, umso besser, dann fällt er auch nicht zusammen. So, der Löffel nicht zu feucht. Das ist wieder wie beim Weißbier, ein fettiges Glasl. Lass den Schaum auch zusammenfallen. Und dann gehen wir einfach her und heben das ab. Und wie gesagt, also es ist schon ein bisschen ein Gimmick. Also nur für den Genuss ist es nicht. Aber dann merken gleich eure Liebsten zu Hause, ah, der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich Mühe gegeben. Und ich glaube, beim Festtagsmenü darf das ruhig ein bisschen sein. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Eine gute Woche ist Weihnachten. Ich wünsche euch das Beste. Wünsche euch frohe Weihnachten zu Hause. Genießt es mit den Familienangehörigen, die dabei sein dürfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da haben wir ganz was Spezielles für euch. Kurz vor Silvester. Eine richtig geile Outtake-Folge. Also bis dann. Servus, ciao. Thank you.